Ansbach den Notruf Explosion eines Hauses in Perns im Blickfeld sichtbar. Alarmierte sofort die Einheiten der Feuerwehr Bergneustadt. Nach Eintreffen der ersten Einheiten stellen wir fest, dass das Haus vollkommen zerstört war. Zwei Personen hatten sich inzwischen selbst aus dem Gebäude befreien können. Zwei befanden sich noch in dem Gebäude. Wir alarmierten sofort Einheiten nach, sowie das THW Bergneustadt und Olpe, sowie die Sanitätseinheiten und eine Hundestaffel. Zusätzlich ist jetzt noch am Weg hierhin ein Sonargerät von der Berufsfeuer Köln. Wir haben eine Person mittlerweile vor ca. 10 Minuten befreien können aus dem Gebäude, schwer verletzt. Eine zweite Person befindet sich noch, nach Aussagen derjenigen, die sich vorher im Gebäude befunden haben, noch im Gebäude, haben dazu aber noch keinen Kontakt und erhoffen uns, dass wir mit den Suchhunden oder mit dem Sonargerät da einen Kontakt finden können. Weitere Maßnahmen müssen jetzt an dieser Einsatzstelle noch geplant werden. Das ist der eigentliche Stand, den wir jetzt haben. Weiß man, wer vermisst ist? Bitte? Wer ist der vermisste Person? Wissen wir noch nicht genau. Ein Onkel von der Familie, die da gemeldet ist. Laut Aussage. Ja.